Eine Eingangstür mit Eisenschlössern vor. Steht irgendwas drauf oder wie sieht's aus? Nicht eintreten. Okay. Da steht ein Ritter daneben und der hält eine Axt, aber das ist nur die Rüstung von dem. Da steckt keiner drin. Und ich kann mir ja mal die Axt von dem nehmen und die eintreten, die Tür. Genau. Dann gucken wir, was passiert. Jetzt ist der Ritter zum Leben erwacht und er lacht. Na gut, dann gucken wir, ob die Tür aufgegangen ist. Nee, ist es nicht. Er hat sich darüber kaputt gelacht, dass ich versucht habe, da so reinzukommen. Also. Ja, dann fragen wir, ob deine Aufgabe ist, das zu bewachen. Ist denn deine Aufgabe, diese Tür zu bewachen? Selbstverständlich. Ja. Das ist meine Innenwelt und ich möchte da gerne eintreten. Und jetzt öffne mir bitte die Tür. Ja, jetzt mach das. Das ist wie so eine Grube. Also ich kann gerade noch so auf so einem Absatz stehen und danach geht steil nach unten. Guck mal, wenn du runterschaust, ob du irgendwie den Boden sehen kannst. Ja, ich sehe rote Augen am Boden. Oh ja. Wie ist es, wenn du nach oben guckst? Ist da Himmel oder ist da Sternenhimmel? Sternenhimmel, okay. Frage ist, wenn du mutig bist, bist du bereit? Oh, du reinspringen? Ja, genau. Das sieht nicht sehr einladend aus, muss ich ja mal so sagen. Ja, kann ja sein, dass das, ob der Wächter da aufgepasst hat auf dich. Ja, ja. Aber es ist ja nichts anderes, wie als dich fallen lassen, ne? Das ja. Ist. Ein Bild, in das du dich hineinfallen lässt. Ja, ich bin ins Wasser eingetaucht und das ist sehr kalt da. Oh ja. Okay. Die roten Augen, die kommen von Fischen, von diesen komischen Anglerfischen, diese hässlichen Tiefseefische. Quallen, ein Krokodil. Oh, das ist schon spannend. Fährst du mal an. Hallo Krokodil. Genau. Wie geht's dir? Ja, dem geht's gut. Ist auch nicht gefährlich. Vielleicht kann das Krokodil dir irgendwas Wichtiges zeigen. Es macht den Mund auf und da liegt eine Perle drin. Ich nehme die mal raus. Genau, die scheint für dich zu sein. Ja, da drauf ist mein Gesicht. Es spiegelt sich. Zeig mir mal was Wichtiges, Krokodil. Ich soll mich auf seinen Rücken setzen und jetzt taucht er ab. Hä? Da unten ist jetzt eine Höhle. Ein dunkles Loch, da kann ich nicht viel sehen. Jetzt fängt die Perle in meinem Bauch an zu leuchten. Und das ist so stark, dass es die ganze Höhle ausleuchtet. Mhm. Da steht auch ein Bett. Mhm. Ja. Und da sitzt ein kleines Mädchen drauf. Das bin nicht ich. Bist nicht du? Mm-mm. Die ist blond. Hallo, wer bist du denn? Ich bin deine Schwester. Wo kommst du denn her? Von den Sternen. Ach, wie niedlich. Ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Ort, wo du herkommst. Vielleicht kannst du mich auch dorthin bringen. Ach, und da kommt wieder Tux mit seinem fliegenden Teppich angeflogen. Jetzt nehme ich die Kleine auf den Arm und setze mich da drauf auf den Teppich und dann... Gucken wir mal, wo sie mich hinfliegt. Ja, es geht tatsächlich nach oben, ins Weltall. Jetzt steuern wir einen grünen Planeten an. Das sieht ganz schön aus. Okay, jetzt landen wir. Ja, es ist so ein Sumpfplanet. Mit viel Wasser, viel Moos, Urwald und vielen Krokodilen. Ja, scheint ja irgendwie wichtig zu sein heute, das Krokodil. So, meine lieben Krokodile, wer seid ihr denn? Schön hier zu sein, sieht ja ganz nett aus bei euch. Und warum bin ich hier? Ja. Jetzt schütteln sie mir alle die Hand. Und jetzt verwandelt sich das Mädchen in ein Baby. Das ist ein ganz dickes, fettes Baby. Ein bisschen hässlich. Und es frisst Äpfel. Bist du hungrig? Ja, immer. Nach was hat das Baby wirklich Hunger? Nach was hast du Hunger? Nach allem, was es gibt. Mhm. Ja, das sieht auch so aus, als ob es die ganze Welt verschlingen möchte. Kennst du so ein Gefühl in dir? Ja. Okay. Ja, für mich ist das eine innere Leere, die ich füllen möchte. Ja.
Ja, ich kann dich verstehen. Ich bin auch oft sehr hungrig. Ja, und als Ersatz nimmt man dann Essen, ne? Gut, normalerweise sind wir Babys. Mama ist zuständig, wir holen einfach mal die Mama. So rufst du Komm mal mal auf. dazu, Mama. Genau. Ja, die sieht ganz komisch aus. Das ist eine Riesin mit ganz langen Beinen. Also ich würde mal sagen, die ist ungefähr 15 Meter groß. Aber ich fühle mich sehr klein. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Du fühlst dich sehr, sehr klein, deshalb ist diese Mama so riesengroß. Ja, dein Baby ist hungrig, das frisst den ganzen Tag Äpfel, wird dicker und dicker, es ist kurz vorm Platzen. Willst du dich nicht darum kümmern und es selbst ernähren? Ich meine, es ist noch so klein, eigentlich müsstest du es ja stillen. Genau. Ja, sie kann keine Milch geben. Warum kannst du Erwachsener. denn keine Milch geben? Ich habe Angst davor. Sie hat das Gefühl, leer gesaugt zu werden. Also Zeig mir das Nahrung zu mal, geben. warum kannst du dein Baby nicht stillen? Warum hast du Angst davor, leergesaugt zu werden? Das ist jetzt ein ganz skurriles Bild. Da steht jemand mit der Axt und hackt die Köpfe von den Babys ab. Gut, dann soll derjenige das in die Sprache übersetzen, die du kennst. Was ist deiner Mama passiert in ihrem Leben? Was ist dir Warum passiert werden in den deinem Babys Leben? gerade die Köpfe abgeschlagen? Ich habe das selbst getan. Was ist Könnt, passiert, ja. dass du dazu in der Lage warst, dass du deine eigenen Kinder getötet hast? Es geht darum, dass du Babys in dir hast, die alle nicht versorgt werden. Und das hat sie ja auch gemacht. Sie hat dich auch weggegeben. Hm, Es muss ja. irgendeinen Zusammenhang geben. Und das hat auch was mit ihr zu tun. Ja, du Konntest hast du mich sie als nicht Kind ja versorgen. auch weggegeben. Also. Jetzt bin ich im Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Und sie sitzt mit mir auf dem Bett und klammert sich an mir fest. Ich will mich nicht loslassen. Ja, ich gucke mir gerade meine Geburt an und wie ich sehe, willst du mich gar nicht loslassen, ne? Das fällt dir ja sehr, sehr schwer. Wusstest du da schon, dass du mich loslassen musst? Ja, klar. Das war ja so abgemacht. Ja, zeig mir Einen mal den Plan. Moment, wo du dich dazu entschlossen hast, mich ja, zur Adoption freizugeben. Da wird sie die Treppe runtergeschmissen von ihrem. Ja, von meinem Vater. Gut, dann stopp den Film da, steig ein und zeig deinem Papa die Auswirkung, dass gerade diese Situation jetzt dazu beiträgt, dass deine Mama dich bei der Geburt weggibt. Komm mal her, Kenny, und guck dir das an, was du mit deiner Frau gemacht hast. Genau diese Situation hat dazu geführt, dass sie mich zur Adoption freigegeben hat. Vielleicht immer, ob ihn das nicht selbst ein bisschen betroffen macht, weil das Baby hat ja dann auch keinen Papa. Berührt dich das denn gar nicht? Ja, er hat damit schon vor langer Zeit abgeschlossen. Es hat ihn früher mal gestört und es tat ihm auch weh, dass das alles so gekommen ist, aber mittlerweile denkt er da gar nicht mehr dran. Und es macht ihn auch nicht mehr betroffen. Er hat das abgehakt für sich. Ja, ich kann gar nicht wirklich sagen, wie es mir damit geht. Das ist so ein Umstand, den man nicht verändern kann. Also muss ich das ja akzeptieren und ich habe das auch akzeptiert. Guck mal, wie er darauf reagiert, dein Papa. Das ist doch schön, da sind wir uns alle einig. Hey. Problem gelöst. Ja, so einfach ist das doch schön, Genau. stimmt's? Trotzdem gibt es einen ganzen Planeten voll Schreiender Babys, schreiender ja? Babys. Von dort kommt deine Schwester her, so könnte man ja sagen. Das ist ja die Symbolik bisher. Was ist in deiner Seele? Sehen diese ganzen schreienden Babys doch irgendwie eine Realität? Ja, meine Mutter, die weint. Die weint gerade, die findet das ganz schlimm. Ich habe auch, also ich habe eher so ein neutrales Gefühl zu ihr. Das ist, Sag, sag, sie redet mit mir. ja, warum weinst du denn jetzt so? Also, können wir dir irgendwie helfen? Ich bin gerade etwas ratlos. Ja, sie sagt, dass sie die Einzige ist, die das noch nicht verkraften konnte. Ja, hier in der Innenwelt können wir alles verändern. Wie hättest du es denn gerne? Hättest du mich gerne behalten? Ja, jetzt sitzt sie mit mir auf dem Bett und stillt mich auch. Ich wollte nicht, dass du in diesem Land aufwächst. Was wolltest du denn, Papa? Er wollte mich tatsächlich mitnehmen nach Afrika. Er mag Deutschland nicht. Findet die Menschen hier sehr kalt und ist alles so streng, diszipliniert. Er wollte mich in die Freiheit bringen.
Ja, das scheint ja so, dass ich dir dann doch wichtig gewesen bin. Sie wollte das ja nicht, meine Mutter, ne? Sie hat sich dagegen gewehrt und er hat sich gedacht, dass ich dadurch im Mutterleib sterbe. Für eine Abtreibung war das schon zu spät. Ich war schon zu alt dafür. Also, du wolltest mich töten und hast das absichtlich gemacht, sie die Treppe runtergeschmissen, ja, damit ich in ihrem Leib sterbe. Oder wie? Ja, genau so war das. Guck mal, Krokodil, ich sollte gerade getötet werden. Ah! Jetzt ist es nicht mehr so zahm und lieb. Genau. Es hat ihm jetzt den Kopf Siehst abgebissen. du? Ganz genau. Ja, das Ja. ist auch kein archetypischer Papa, das geht nicht. Ein Papa, der sein eigenes Kind umbringen will, also zurückschicken will, das ist heftig. Ja. Aber der muss auch eine Macke haben, So, Papa. oh, bist ja ganz sicher. Ja, klar, ne? Ja. Was ist denn mit dir passiert, dass du dich so mir gegenüber verhältst, dass du mich umbringen wolltest? Zeig mir das doch mal. Er treibt da als Baby auf dem Floß rum, auf dem offenen Meer. Sehr trockener Boden, aber kein Sandboden. Und so ganz verdörrtes Gras, ne? Ja. Sowas ist das. Er zeigt dir ja alles, wie alt ist er, wenn du ihn so da wahrnimmst jetzt vor Ort? 30, also er ist doppelt da. Ja, Einmal genau. als Baby und einmal, wie er mich im Alter von 30 rumführt. Genau, ja, nee, das ist richtig. Das heißt, du schaust dir mit ihm seine Kindheit an. Okay. Ja, hallo, ich bin die Tochter von Kenny und ich gucke mich ja gerade mal ein bisschen bei euch um. Oh, die freuen sich auch, mich kennenzulernen. Ah, da kommt meine Oma angerannt. Fällt mir um den Hals. Sie freut sich riesig, mich zu sehen. Oh ja. Kennst du die? Nein. Ist so richtig, wie man sich das vorstellt, so eine dicke Ja. Afrikanerin. Schön, dich kennenzulernen. Sag mal, Oma, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, weil dein Sohn will mich ja nicht. Deshalb bin ich auf der Suche danach. Was ist hier schiefgelaufen? Ja, Sie soll dir genau. mal helfen, das aufzudecken. Zeig mir das mal, irgendwas ist mit deinem Sohn Ja. passiert. Ja, er selbst ist ohne Vater aufgewachsen. Er hatte einen Autounfall und da war mein Vater 3 Jahre alt. Das würde aber auch bedeuten, dein Vater kennt nicht die Qualität Vater. Oder dann Er solltest du war mal. immer unterwegs, hatte viele Frauen so nebenbei, immer mal irgendwo anders. Sagt der Oma, sie soll mal den Papa, ihren Mann rufen. Willst du ihn Ja. gerne auch mal kennenlernen, mit ihm Ja, genau, reden ich und würde so. jetzt auch gerne mal meinen. Aua! Autsch! Hat mich gerade irgendwas ins Auge gestochen. Aua! Na, das ist ja auffällig. Ja, es ist. Da fragt man. Besonders, weil das mein kaputtes Auge ist. Ich habe einen Keratokonus auf dem rechten Auge. Und das hat gerade. Oh, Was das heißt das? brennt richtig. Der Augeninnendruck ist auf meinem rechten Auge zu niedrig und dadurch wölbt sich die Hornhaut nach außen und bildet einen Kegel. Und ich habe ja noch 20% Sehkraft auf dem Auge ungefähr. Und das brennt jetzt gerade ganz doll und Gut, sticht. dann fragen wir jetzt die Oma, ob wir genau das Thema erwischt haben, weil wir haben gesagt, ruf mal, sie soll mal ihren Mann rufen und schon hat sie wehgetan. Ja, hat das was damit zu tun, meine Krankheit, die Augenerkrankung? Ja, hat das. Aber nicht nur, also da sind auch noch andere drinnen dann beteiligt. Ja. Es ist ein nicht sehen wollen. Rechtes Auge steht auch für Männlichkeit, männliche Seite, ne? Ich frage jetzt mal meinen Großvater. Zeig mir mal die Situation, was du mit meinem rechten Auge zu tun hast. Er zeigt mir gerade ein Bild, wo er da liegt. Und man ihm sein rechtes Auge aussticht. Ist es real oder ist es nur symbolisch? Real ist das, ja. Es war wie eine Bestrafung, weil er irgendetwas getan hat. Was Oder hast du wer ihn denn getan, dass bestraft man dir dein rechtes Auge ausgestochen? Weil er zu viele Frauen begehrt. Und der Clan irgendwann genug hatte, dass er damit jeder in die Kiste springt. Ja. Er hat übertrieben, das war zu viel und dann sahen sie keine andere Möglichkeit. Worum ging es denn? Ging es um den Sex oder ging es noch um mehr? Er war sehr charmant und die konnten ihre Frauen nicht mehr halten. Er hat da wohl jede verführt und die Männer, die hatten dann ihre Frauen nicht mehr. Die haben sich dann in ihn verliebt und waren nicht mehr für ihre Ehemänner da, ne? Ah ja. Gut, wir müssten mal in dein Leben heute spüren,
bringen, dann hast du diese Qualität ja auch in dir, zumindest zum Stück. Gucken wir, ob es da ähnliche Situationen gibt, wo du dir deines Scham bewusst bist, wo du anderen Frauen den Mann wegnimmst. Oh ja, das kann ich gut sowas. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das habe ich von dir anscheinend übernommen. Ja. Er freut sich, er ist stolz auf seine Kleine. Das ist ja witzig. Ja. Er klopft mir gerade auf die Schulter. Ja. Hast du denn nicht Angst? Du klopfst mir gerade so bestätigend auf die Schulter, aber ja. Hast du nicht Angst, dass ich auch mein Auge verliere? Genau. Das tust du ja auch, aber... Es wird dir nicht ausgestochen. Du wirst halt irgendwann nichts mehr sehen können auf dem Auge. Das ist alles. Mhm. Ja, dann wärst du am ersten Mal am allersinnvollsten. Wir würden sofort diesen blöde Information in deinem Kopf löschen, indem du jetzt dahin gehst und die Typen da, die deinem Opa das Auge ausstechen, alle umzubringen. Gut, und dann bringen wir die Männer, die meinem Opa das Auge ausgestochen haben. Gehst genau in die Situation, wo es tun. Mhm. Nummer 1. Ja. Nummer 2. Ja. So. Oh, der ist ein bisschen hartnäckiger. Ja. Nummer 3. Und den Männern kannst du ruhig sagen, weil dein Opa so charmant ist, müssen die sich halt ein bisschen mehr anstrengen, damit sie ihre Frauen halten. Ja, genau. Das ist einfach mal gescheite Konkurrenz. Genau, ihr müsst euch einfach ein bisschen mehr anstrengen und euch um eure Frauen kümmern. Ja. Na? Sie nicken und jetzt ziehen sie sich alle Anzüge an. Ah ja, gut. Machen sie sich schön wie ihre Frau. Yes. Es ging auch sehr schnell, also das Bild zu verändern. Weil sie gehen jetzt zu ihren Frauen, bringen Blumen mit, massieren sie, bekrochen die, verwöhnen sie. Also sie sehen alle sehr glücklich aus und sie sind auch nicht mehr sauer auf meinen Opa. Ja. Ja, aber trotzdem, das, was er erzeugt, sind Kinder ohne Väter, ne? Also ohne echte Väter. Oder sie wissen es nicht oder die Identifizierung ist nicht echt. Ne? Weil wenn ein Kind jetzt geboren wird und er hat es gezeugt, denkt das Kind, das ist mein Papa, aber es ist ja nicht so. Aha. Das heißt, so, das Thema bringt er total rein in die Familie. Das, was du heute hast, ne? Also was das Baby hat da in dir, da ist kein Papa und keine Mama da. Mhm. Das heißt also, dein Papa will, das will dich nicht. Mhm. Das ist ja quasi schon das Thema vom Opa. Ich habe aber auch darunter zu leiden, Opa. Ne? Das, was du da gemacht hast, wie viele Kinder du gezeugt hast, dass du nie für die da warst, die sitzen jetzt alle in meinem Unterbewusstsein und schreien. Richtig. Und selbst du hast einen Papa gekriegt, der dich eigentlich sogar umbringen will, weil er will dich gar nicht. Genau. Und mein Papa wollte mich auch nicht haben, der wollte mich töten. Ja. Ach, jetzt schrumpfe ich und er nimmt mich in den Arm. Also er hält mich so und wiegt mich, streicht mir über den Kopf. Ah ja. Jetzt mal ja, an. Nimmst du mich als Enkelin an? Ja, ja, ja. Er mag mich sehr gern. Mhm. Er sagt, ich bin ihm sehr ähnlich. Oma freut sich darüber. Sie steht daneben, guckt sich das an und findet das richtig toll. Also. Okay, ich mache ihn mal wieder wach und frage ihn, ob er das hier aber das gut findet, was ich da gerade getan habe. Weil du kannst ihm ja sagen, jetzt darf er rumvögeln, wie er will, er kann keine Kinder mehr zeugen. Guck mal, ist doch schön, jetzt kannst du rumvögeln, wie du willst und kannst keine Kinder mehr zeugen. Genau. Ja, das ist gut. Naja, gut, Opa ist jetzt erstmal sterilisiert. Gut, dann haben wir das Problem gelöst. Oma liebt ihn trotzdem. Ja. Nö, die lieben sich, also sie liebt ihn, er liebt sie, es ist halt nur, er hatte einen wahnsinnigen Verschleiß und er ist eigentlich nie da. Ja. Sie freut sich, wenn sie mal einmal die Woche zu Gesicht bekommt. Mhm. Das ist dann auch immer schön und dann haben die auch Sex und so, aber ja. Ja, die sehen jetzt alle eigentlich ganz glücklich aus. Wir gucken trotzdem mal, ob er jetzt ein bisschen mehr Zeit hat mit deinem Papa als Kind. Ja, sie spielen zusammen. Meine Oma und mein Vater, die sind sehr glücklich und er ist ein bisschen, also, er kriegt es hin, aber er ist nicht wirklich glücklich damit. Wie oft gehst du denn jetzt noch fremd? Oh, 2-3 Mal im Jahr. Wie alt warst du denn, als du nach Deutschland gekommen bist? 22. Zum Studieren. Mhm.
Ach, dann macht das mit dem Floß vielleicht auch Sinn. Du hast mir ja am Anfang einen Floß gezeigt, wo du ganz einsam und allein auf dem Meer rumschippertest. Und er hat Schiffsbau studiert. Oh ja. Hat das was damit zu tun? Ja, es hat was damit zu tun. Er liebt das Meer, die See. Das heißt, wenn du jetzt das Bild vom, mit dem Floß nochmal aufrufst, dürfte dein Vater als Baby nicht mehr drauf liegen. Das Floß müsste leer sein. Ja, ist es auch. Genau. Weil er jetzt ein Papa hat. Ah, dann gucken wir uns ein Papa immer nach Schiffsbau studieren will. Nö, will er nicht mehr. Mhm. Und was willst du jetzt machen? Gar nicht nach Deutschland gehen. Ja, dann sagt er, es wird aber schwierig, weil er muss ja irgendwo deine Mama treffen. Weil ja, um mich zeugen, ne? Ja, genau. Ja, es ist so, mein Vater hat was von dem Charme meines Großvaters. Ja. Diese Ausstrahlung. Und das fasziniert sie. Dieser große, schwarze Mann, das findet sie toll. Du kannst ja mal mit ihr reden, du jetzt heute kannst ja schon mal auftauchen und kannst sagen, wenn sie sich auf den einlässt und ein Kind kriegt, muss sie davon ausgehen, dass sie das vielleicht mitnimmt, weil das sind ja unterschiedliche Kulturen, ne? Wie sie grundsätzlich dazu steht, weil dem Kind soll es ja gut gehen, weil du bist es ja mal. Du siehst ja, es ist aus einer anderen Kultur und so lange ist er ja jetzt auch noch nicht in Deutschland und hast du nicht Angst, dass er nach seinem Studium wieder zurückgeht und mich dann vielleicht mitnimmt? Ja, an sowas hat sie zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gedacht. Sie wollte ja auch noch gar keine Kinder haben. Du siehst, ich stehe jetzt gerade vor dir. Also hast du eindeutig mit ihm ein Kind bekommen. Würdest du das denn jetzt unter diese Voraussetzung, würdest du dich wieder auf ihn einlassen? Jetzt in der Situation, wo du ihn kennengelernt hast, da in der Disco? Ja, eigentlich schon, aber dann würde es mich ja nicht geben. Also sie möchte ja, dass ich existiere, aber jetzt, wo sie weiß, was da rauskommt, also was da passiert, möchte sie das natürlich nicht mehr. Ja. Du bist da. Also müssen die sich kennengelernt haben. Ja. Die Frage ist nur, wie sie damit umgeht. Das können sie ändern, weil das, sie leben in deinem Gehirn und da könnte man eine andere Version basteln. Also du kannst dir dort eine andere Welt schaffen, damit die nicht mehr mit diesen schreienden, hungernden Babys korrespondiert. Das ist, glaube ich, das, um was es geht. Du siehst, was passiert ist, dass ich jetzt mich oft einsam fühle und ganz viele schreiende, hungernde Babys in mir drin habe. Also solltest du mich nicht weggeben, mich behalten. Und auch ihr geht es besser, wenn es ihrem Kind besser geht. Ist eine schwierige Situation. Ja. Und erklär ihm, der hat so viel Charme, der hat noch eine andere Frau. Der hat noch eine andere Frau, das weißt du zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja, der hat sie verwöhnt, das hat sie mir ganz oft erzählt. Die Deutschen kriegen das nicht hin, die sind so abgeschnitten und kalt. Ja, sie hat sich immer wie eine Göttin gefühlt. Das ist halt die Sonnenseite an ihm, ne? Die Schokoladenseite, könnte man sagen. Ja, die Schokoladenseite, das ist lustig. Irgendwas muss ich jetzt ganz schnell lernen, weil so wie es gelaufen ist, ist es einfach nicht gut für alle Beteiligten. Ja, dann genieß doch einfach die Zeit, die du mit ihm hast. Ja. In dem Bewusstsein, dass da noch eine andere ist. Ja. Dann, wenn du schwanger wirst, dann solltest du dich von ihm lösen. Vielleicht noch versuchen, mit ihm befreundet zu sein, dass ich ihn auch ab und zu sehen kann, aber dass du dich um mich alleine kümmerst. Es geht um dich und es geht um mich. Genau. Dass du glücklich bist und dass ich glücklich bin. Okay, jetzt sagt sie, dann gebe ich dich nicht weg. Und sie müsste respektieren, dass wenn sie für dich sorgt, dass sie für dich sorgen muss, dass du deinen Papa hast. Weil dann sorgt sie ja für dich, sonst sorgt sie nicht für dich. Wenn du deinen Papa nicht hast, dann sorgt sie ja nicht für dich. Das heißt, sie muss genau das, was sie damals gemacht hat, nicht machen. Sie hat dich extra weggenommen von ihm. Das darf sie auf keinen Fall machen. Mhm. Sie glaubt nicht so wirklich daran, dass sie das hinkriegt. Sie fühlt sich nicht stark genug, um mich zu beschützen. Dann bringst du sie jetzt um, damit sie stärker wird. Weil sie entwickelt sich ja mehr zum archetypischen Bild von deiner Mama dann. Dann soll sie sich freiwillig hinlegen und du bringst sie um. Gut. Jetzt bringe ich dich um. Ja. Genau. Dir. Okay.
das hat was gebracht. Jetzt ist sie viel stärker und selbstbewusster. Oh, er hat jetzt richtig Respekt vor ihr. Er saß mit ihr in der Küche und hat ihr gesagt, dass er vorhat, mich nach Afrika mitzunehmen, weil ich es da besser habe. Und dieses Land, da kann man ja gar nicht glücklich werden. Und jetzt sagt sie ihm ihre Meinung und dass das so nicht funktioniert, dass sie... Ja, dass sie hier bleiben möchte, also meine Mutter, und dass auch ihr Kind dann hier bleibt. Ja. Wenn sie älter ist, dann können sie einmal im Jahr Schulferien oder so, kann sie dann nach Afrika. Das findet er gut. Das ist, dann verliere ich nicht die Verbindung dazu, zu der Kultur. Ja, doch, das ist in Ordnung. Das, da kann er sich drauf einlassen. Tauch du dir jetzt mal heute von außen auf. Und sag ihnen mal, wie es dir gefällt, was sie da jetzt gerade machen. Ja, ich finde das schön, dass ihr euch zusammensetzt, miteinander redet und dass ihr gerade eine Lösung gefunden habt, wie wir das in Zukunft regeln können, dass alle zufrieden sind. Und ich finde das auch schön. Ich würde gerne nochmal zu diesem Planeten reisen. Er sieht von außen anders aus. Er sieht jetzt mehr wie ein Wasserplanet aus. Davor war das ja so, hat er so eine grüne Atmosphäre gehabt. Wie jetzt in Babys dort? Oder siehst du noch welche? Die paddeln fröhlich im Wasser. Okay. Yeah. Und die sitzen auf den Rücken von den Krokodilen. Wow. Fragst du, ob sie noch hungrig sind? Seid ihr noch hungrig? Nö, sind sie nicht. Die fühlen sich wohl, denen geht's gut. Ach, und da sind auch wieder diese riesigen Frauen. Also die sind, jetzt sind das mehrere, davor war es nur eine. Ja. Und jede von denen hält ein Baby im Arm. Oh ja. Das heißt, diese Frauen haben ihre Kinder angenommen. Mhm. Und sie stillen sie auch. Ja. Ach, und jetzt ist da, taucht da wieder diese Blume auf, diese Kala, die auf dem Floß lag. Die sind jetzt so groß wie die Frauen, diese Blumen. Mhm. Und die legen sie da rein, die Babys, zum Schlafen. Oh ja. Ja, ich kann ja mal die Blumen fragen, was sie bedeuten. Schutz und Ehrfurcht, okay? Oh ja. Ehrfurcht vor dem Leben, ja. Genau. Dein Eingangsbild? Ja gut, das war ja die Tür mit dem Ritter davor. Genau. Gucken wir, ob er noch da ist, der Ritter. Ja, und er nimmt seinen Helm ab. Ja. Das ist mein Adoptivvater. Und dann gucken wir, wie es aussieht hinter der Tür. Oh, das Wasser sieht schön aus. Das glitzert richtig im Mondlicht. Das sieht ganz schön aus. Mhm. Und da ist so leuchtendes Plankton drin. Das sieht wirklich schön aus. Ja, lass das Krokodil mal auftauchen mit der Perle. Guck mal, was die sagt. Das sagt, gut gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, was diese Perle bedeutet. Kannst du mir das sagen, Krokodil? Warum hast du mir die gegeben? Das sagt, das ist dein inneres Licht und ich wollte diesen Keim in dir pflanzen, dass du von innen mehr leuchten und strahlen kannst. Also ich liege da in diesem Wasser drin, von dem Plankton eingehüllt und das leuchtet, das Plankton, und ich von innen heraus auch. Also das ist ein richtig, also wenn ich das mir von außen angucke, das sieht wirklich sehr schön aus. Ein tolles Bild. Ja, das heißt, du hast ein sehr nährendes Bild.